Was wir brauchen: ein Smartphone, die Find You App, einen Helm und natürlich den Sensor. Wir alle sind super gerne mit unseren Bikes in der Natur unterwegs, egal ob im Trail, auf der Reise oder auf schöne ausgedehnte Touren zum Einkaufen. Es macht einfach nur einen Riesenspaß, an der frischen Luft unterwegs zu sein. Aber was ist, wenn wir allein unterwegs sind und es passiert mal was und wir selber keine Hilfe mehr holen können? Auf dieses Video habe ich mich extrem gefreut. Und zwar geht es heute um den Fischer Crash Sensor Find You. Habt ihr bestimmt schon einiges darüber gehört. Und ich finde, es ist eine absolute Bereicherung und wurde sofort installiert. Und ich werde euch in diesem Video zeigen, wie das so funktioniert, wie die App funktioniert. Und ja, ist überall einsetzbar, ob im E-Scooter-Bereich, Reitsport, Skifahren. Ganz egal, E-Bike fahren, der Sensor, der passt überall dran. Endlich mal ein USB-C, finde ich auch super. Und ja, wie gesagt, herzlich willkommen bei E-Bike am Elb. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal zusammen hier die Einrichtung an. Jetzt nochmal den Karton aus der Nähe. Auf der Seite ist hier nochmal aufgeführt, was jetzt alles als Inhalt dabei ist. Man kann hier einmal aufklappen, nochmal in ganz kurzen Zügen erklärt, wie es funktioniert. Und natürlich ist dieser Crash-Sensor fürs E-Bike sämtliche Helmarten eigentlich geeignet, E-Scooter fahren. Also ich finde es einfach nur klasse. Wir packen ihn jetzt erstmal aus, werden ihn zusammen einrichten. Ich bin da wirklich drauf gespannt. Ich habe es bis jetzt noch nicht probiert. Und von daher weiß ich aber schon mal eine Erneuerung auf jeden Fall. Und ich habe das schon wieder hier eingerissen. Da sind Klebepads mit bei. Definitiv, wie wir die dann nachher natürlich auch benutzen. Das zeige ich auch euch gleich. Richtig gut finde ich natürlich auch endlich mal kein Micro-USB, sondern USB-C. So geht es schneller. Hier seht ihr das. Das finde ich richtig gut. Der Akku soll ungefähr 48 Stunden halten und 2 Stunden, bis er voll ist. Aber das schauen wir uns dann jetzt mal an. Hier wird uns jetzt signalisiert, abwechselnd rot und grün, dass der Ladevorgang gestartet ist und auch läuft. Und sobald das rote Licht erlischt und nur noch grün leuchtet, ist er betriebsbereit und der Akku ist voll aufgeladen. Als erstes erstmal der Sensor. Oh, jetzt habe ich schon irgendwas, jetzt blinkt der blau. Ich glaube, das heißt Aktivierung, also er sucht das Smartphone. Hier unten sehen wir dann den USB-C-Anschluss. Ganz wichtig ist auch natürlich, wenn wir den nachher am Helm befestigen, dass wir ihn natürlich auch nach unten, er ist zwar Staub- und Wasser geschützt, aber trotzdem sollte man ihn nach unten ausrichten, finde ich auch immer besser. Ja, dann haben wir hier das 3M-Klebeband für den Helm nachher zum Fixieren. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man gerade beim Helm eine relativ gerade und saubere Stelle auch findet. Aber das werden wir jetzt erstmal gleich als nächstes tun. Ja, dann ist hier noch so ein Schreiben mit dabei. Hier wird dann nochmal ganz kurz erklärt, 2 Stunden Ladezeit ungefähr. Und dass er mindestens mit 75% Klebe oder also Auflagefläche dann auch verklebt wird. Dann soll man ihm 60 Sekunden andrücken und 5 Minuten nochmal nachdrücken. Und ich denke, dann wird er auch bombenfest sitzen. Hier unten sind dann nochmal so kleine Sachen. Hier steht unter anderem auch natürlich, dass die Find You App uns dann durch die Installation begleiten wird. Ja, Helm liegt natürlich parat und ich habe mir schon eine Stelle ausgesucht. Ich werde die hier nehmen, die sieht relativ gut aus und gerade. Und dann werden wir das jetzt erstmal befestigen. Und zwar machen wir erstmal die eine Seite ab. Muss man ein bisschen gucken. So, das ist erstmal. Der Sensor ist hier in der Mitte auch so leicht gewölbt nach innen.
So, das ist jetzt erstmal fest. Dann kommt die Folie ab. Die wird jetzt auch noch abgezogen. Wichtig ist, dass wirklich auch staubfrei ist, fettfrei, ganz wichtig. Und ich klebe ihn mir jetzt hier in die Ecke hin und drücke ihn jetzt an, wie es beschrieben ist, 60 Sekunden. Und das Ding wiegt ja gerade mal 20 Gramm, also kann man das echt vernachlässigen, ob man das jetzt nach links oder nach rechts, ich glaube, das merkt man nicht. Und ja, er muss natürlich auch bombenfest sitzen, innen drin auf diese Styrodur-Polsterung oder wie auch immer, Schale würde ich es nicht kleben. Also das muss schon hier einen harten Untergrund haben und jo, das machen wir jetzt erstmal. So, jetzt wird's lustig. Also ich werde jetzt mal probieren mit euch, diese App hier zu installieren. Also wir gehen erstmal natürlich in den Play Store rein und dann suchen wir unter Fischer. Da steht schon Fischer Find You, die App. Da unten ist sie und dann gehen wir auf Installieren. Ich hoffe, das wird alles gut dargestellt und nichts flackert oder flimmert oder ja, keine Ahnung. Dann zack, zack, ist es auch fertig. Dann gehen wir natürlich gleich auf Öffnen. Aha. Also, dann steht hier schon mal Willkommen bei Fischer, ganz klar. Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer ein und hier bitte ein Passwort eingeben. Ich werde mich jetzt erstmal hier registrieren und dann geht es gleich weiter. So, wenn man dann so ein bisschen durch den Dschungel hier durch ist, was echt kein Problem ist, dann kann man jetzt hier den Sensor verbinden. Da muss ich den Sensor nur schütteln. Da hat er ihn gefunden und dann gehe ich einfach nur auf Weiter. Muss ich natürlich vorher anklicken, sorry. So, verbunden. Also der Sensor ist verbunden. Ich bin jetzt gerade in der Einstellungs-App, wo man dann seine Notfallkontakte hinzufügen kann. Ich habe jetzt in dem Fall natürlich hier meine Frau mal hinterlegt mit ihrer Telefonnummer. Also eine E-Mail war da jetzt nicht erforderlich. Und hier kann ich dann so die verschiedenen Sachen einstellen. So, hier kann man nochmal den Sensor testen, ob alle Sensoren richtig dann auch arbeiten. Ja, dann schauen wir uns nochmal hier ganz kurz durch die App jetzt an. Also hier oben ist natürlich mein Profil. Da ist dann, wie man den Sensor verbindet, da kann man ihn testen. Hier sind meine Notfall- oder mein Notfallkontakt hinterlegt. Dann kann ich hier nochmal den Countdown für Alarm 15, 30, 45 oder 60. Ich habe ihn jetzt auf 30 gelassen. Ja, dann kann man hier noch einige Infos sich holen von Fischer direkt oder Fischer auch kontaktieren. Ja, hier unten kann man sich dann auch wieder ausloggen. Und hier ist dann zum Fahren. Sie sind geschützt und bereit zum Fahren. Hier kann man noch die Fahrzeiten einstellen. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vornehme, ich mache es jetzt nicht, aber zum Beispiel, ich will in 3 Stunden wieder zu Hause sein und bin es dann nicht, dann wird auch dann eine Nachricht losgeschickt, wenn ich dann das auf der App hier wieder nicht deaktiviere. Aber ich lasse es jetzt mal so. Jo, jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Grundsätzlich ist noch zu sagen, natürlich muss immer die App, der Standort und Bluetooth aktiviert sein, damit diese App natürlich auch funktioniert, ganz klar. Sonst würde es ja überhaupt gar keinen Sinn machen. Natürlich brauchen wir dafür immer unser Smartphone. Und hier sitzt halt jetzt der Sensor. Ich werde das jetzt einmal probieren. Ich schmeiße das hier oder den Helm einfach mal dahin, dann seht ihr das. Jetzt wird der Helm, der Notfallkontakt ausgelöst. Ich könnte jetzt 30 Sekunden lang warten, bis ich Stopp drücke. Brauche ich sofort und dringend noch zusätzlich, kann ich die einzelnen 2 drücken. Und wenn ich jetzt gar nichts mache, ihr seht, der Countdown läuft dann runter. Das Telefon vibriert auch. Und ich halt nicht mehr dazu in der Lage sein sollte, geht in dem Moment, wenn der Countdown abgelaufen ist, Achtung, Notfallkontakte werden nach Ablauf der Zeit benachrichtigt. So, dann ist die SMS natürlich angekommen. Ich muss auch dazu sagen, es geht nur dann, wenn man auch Empfang hat, ganz klar. Aber funktioniert auch in Edge. Und hier steht ein Alarm. Matze needs your help. Open the link to help Matze. So, dann klickt man das einmal an. So, und dann sieht man hier, in dem ersten Moment könnte sie mich jetzt anrufen.
Das wollen wir jetzt einfach mal sein lassen. Oder eben halt Navigation starten, finden Sie die Unfallstelle. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren, weil dieses Anrufen funktioniert, habe ich schon probiert. Mir geht es jetzt einfach darum, würde sie dann von hier aus zu Hause erkennen, wo ich dann wirklich verunfallt bin oder Hilfe brauche. Ja, viele von uns sind natürlich auch alleine unterwegs mit dem E-Bike, egal jetzt ob EMTB oder sonst irgendwas, sondern es ist ein Stück weg mehr Sicherheit, wie ich finde. Und wenn ich mir so überlege, dann ist man doch noch mal ein Stück weg beruhigter. Wir werden jetzt mal gleich ausprobieren, wie dieser Sensor funktioniert, was dann bei meiner Frau auf dem Smartphone ankommt, inklusive der Route. Ich finde auch gut, dass man dann erstmal zurückrufen kann oder ich selbst den Alarm deaktivieren kann und sagen kann, nee, es ist alles in Ordnung. Und ja, ich bin jetzt damit schon ein bisschen unterwegs gewesen. Bis jetzt hatte ich weder einen Fehlalarm, noch wenn ich so gemacht habe, dass er irgendeinen Crash erkannt hat. Also durch leichte Erschütterung passiert da erstmal nichts. Ja, wie gesagt, 20 Gramm wiegt es und kann man vernachlässigen, ob man das jetzt links oder rechts befestigt. So, ich werde jetzt mal, wie gesagt, also wenn ich so jetzt bin, dann passiert da gar nichts. Aber wenn ich mich jetzt von dem Sensor entferne, grundsätzlich gibt er sofort Alarm, wenn er nicht verbunden ist. Also man hat auch unterwegs nicht die Sorge, ja, ist er jetzt aktiv oder nicht. Es wird ja auch ganz genau in der App angezeigt. Und mal gucken, wie weit ich noch laufen muss, bis er sagt, ey Kumpel, wo bist du denn geblieben? Und das funktioniert echt gut. Ich glaube, jetzt hört ihr das. Ich bin jetzt so 15, 20 Meter weg. Gehe ich noch mal ein bisschen zurück. Ja, bis ich dann jetzt in den Bereich wieder komme. Und wenn ich dann in dem Bereich wieder bin, dann steht dann oben rechts wieder verbunden. So, wir werden jetzt einen Sturz simulieren. Und das mache ich ganz einfach so, indem ich den Helm einfach mal runterfallen lasse. Es tut mir zwar im Herzen weh, aber ich probiere mal so eine kleine Stelle hier mit Gras zu erwischen. Ja, wie gesagt, wenn man ihn so bewegt, so schnell passiert dann erstmal gar nichts. Aber wenn er jetzt zum Beispiel, ich nehme mal an, das hat auch mit der Fallgeschwindigkeit was zu tun. Ich lasse ihn jetzt mal fallen. So. Und schon ist der Alarm da. Jetzt könnte ich auf Stopp drücken und sagen, ja, Entschuldigung, ich wollte das nicht. Aber könnte jetzt auch die 112 da drauf drücken. Das mache ich auch nicht. Wie gesagt, ich warte den Countdown ab, dass zu Hause meine Frau benachrichtigt wird. Man kann auch natürlich mehrere Kontakte hinterlegen. So, und in dem Moment, wenn diese Zeit abgelaufen ist, jetzt Achtung, Sturz erkannt, Notfallkontakte werden nach Ablauf der Zeit benachrichtigt. Das bedeutet, gerade jetzt zu Hause kommt eine SMS an. Entweder kann sie mich dann zurückrufen, das zeige ich euch gleich, oder eben halt die Route bestimmen, wo ich bin. Das ist jetzt die Nachricht, die meine Frau bekommen hat. Da klicke ich dann einmal drauf. Und wie ich euch eben schon gezeigt hatte, entweder kann sie mich jetzt anrufen, aber das wollen wir nicht, sondern Navigation starten. Das bedeutet, Google geht auf. Und dort tatsächlich ist auch der Ort, wo ich da eben den Sturz simuliert habe. Ich kann jetzt dann noch auf Route gehen und dann zeigt er mir die an. Also sie bräuchte dann 3 Minuten dorthin. Also ist schon wirklich genial, wie ich finde. Ja, also wie gesagt, ich finde das Teil echt genial. Ihr findet den unten in der Videobeschreibung. Da ist ein Link dazu. Könnt ihr euch den nochmal in Ruhe anschauen. Und also wie gesagt, 48 Stunden Laufzeit. Und ich glaube, das ist ein kleines, mal kurz wieder dann ans Netz zu hängen. Und es wird einem alles angezeigt. Sogar in der App prozentual. Also von daher ist man wirklich, finde ich, nochmal ein Stück weg sicherer unterwegs. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gut gefallen und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Tschüss!